Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit die krassesten Sachen, die im Essen gefunden wurden von Malternativ. Link zum Video wie immer in der Videobeschreibung. Geht da gerne mal hin zu Malternativ und lasst ein bisschen Liebe da und so. Ja? Wir starten mal rein und gucken, was es so leckere Sachen im Essen gab. Du kennst das. Du bist in einem Restaurant. Und auf einmal, Herr Ober, da ist eine Kakerlake. Quali dich mal so wieder, nö. Ich meine, ja, Proteine sind wichtig, aber die habe ich doch gar nicht mitbestellt. Manche Dinge gehören einfach nicht ins Essen. Komplett unrelated. Wie isst du dein Pizzarand eigentlich am liebsten? Schön fluffig und dünn? Mit Cheesy Crust oder doch lieber gepflastert? Gepflastert natürlich. Hä? Schön crunchy. Warum ist da ein Pflaster drin? Merkt man das nicht, wenn sowas vom Finger abfällt? Aber so appetitlich das auch alles ist, immer noch besser als dich an einer verdammten Rasierklinge in deinem Eis zu schneiden. Trockeneis rasieren, ich merk's schon. Und nach diesem Video wirst du deine Oreo-Kekse auch nie wieder essen, ohne sie vorher auseinanderzuziehen und mal nachzuschauen, welche Füllung du wirklich bekommen hast. Versprochen! Ich bin YouTuber, ich lüge nie! Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann in deiner Suppe aus dem Internet. Und ich bin ehrlich, das Ungewöhnlichste, das ich jemals in meinem Essen gefunden habe, war die Plastikverpackung vom Schinken auf der Pizza. Und ich wäre auch froh, wenn das so bleibt. Runtergenommen, vegetarisch. Also schreib mir mal in die Kommentare, was das Schlimmste war, das du in deinem Essen gefunden hast. Eine Ratte in einem Burger, menschliche Zähne in einem Schokoriegel oder noch schlimmer, Grünkohl! Nee, da würde es bei mir aufhören. Also wenn ich irgendwo Grünkohl, also lieber eine tote Ratte oder so. Aber Grünkohl darf nirgendwo rein. Gehen wir also direkt rein in die erste Kategorie. Random Zeug, das in der Nährwerttabelle gar nicht vorkommt, weil es nichts Essbares ist, aber trotzdem irgendwo in einem Kochtopf gelandet ist. Wenn ich es runterschlucken kann, ist es essbar. Uran zum Beispiel. Do I qualify as a control drain? Galen Windsor war ein Nuklearphysiker, der bei mehreren Atomkraftwerken mitgearbeitet hat, mit dem Fokus auf die sichere Lagerung der Brennstäbe und des anfallenden Atommülls. Und weil er der Meinung war, dass die Mainstream-Medien radioaktive Strahlung falsch repräsentieren und alles nur Angstmacherei sei, hat er Kühlwasser aus Reaktor 3B getrunken. Und er ist auch in dem Wasser geschwommen, warum auch immer. Seinen eigenen Küchenboden mit radioaktivem Material gespiked und in einem Video an einer Fiole Uran geleckt. Why? Das ist überhaupt nicht gefährlich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ungesund das ist. 1 Gramm Uran hat... Nee, dann doch lieber die Ratte. Die ist freiwillig gestorben, dann die Ratte, weil sie Grünkohl gegessen hat. Immerhin 20 Millionen Kalorien. Das kann der menschliche Körper gar nicht verwenden. Ja, gestorben ist er trotzdem nicht hungrig. Aber man muss ja auch dazu sagen, er hat wenigstens freiwillig gegessen. Anders als Aya Zaremba 2015. Die hat sich ein schönes Taco Bell-Menü gegönnt, genüsslich ihre Quesadilla verspiesen und nach ein paar Bissen bemerkt, crunchy. Crunchy warum? Weil sie auf eine verdammte Metallfeder gebissen hat. Das ist ja komisch. nein, das ist, die Ratte schreit ja auch nur und küsse sie. Die steht nämlich gar nicht auf der Zutatenliste. Wenn da ein Stück von der Dose Gemüsemais reinkommt, dann werde ich es ja noch verstehen, aber eine Metallfeder? Wie ist die da reingekommen? Ich meine, ja, Eisen ist gesund, aber einen Spuren und kein Spiralelement. Und wieso sieht das in dem Video aus, als hätte die das wieder einfach zurückgeformt? Aber hey, jetzt will die liebe Aya erstmal auf Fastfood verzichten. Es hatte... Vielleicht hat sie die Feder auch selbst da reingemacht, damit sie ein bisschen Kohle abstauben kann. Also auch was Gutes. Und das hätte bei James Tongs ganz anders aussehen können. Der ist 2012 von Amsterdam nach Minneapolis geflogen und irgendwann nach ein paar Stunden in der Luft gab es ein gutes altes Flugzeug-Food-Sandwich. Die besser schmecken, weil man 8,50 dafür bezahlen muss. Und das ist ja an und für sich schon schlimm genug. Aber deswegen ist er gar nicht hier auf der Liste. Beim Abbeißen hat er nämlich gemerkt, irgendwie ist das ganz schön spitz im Mund, das Sandwich. Aber nicht, weil da irgendwie ein Zahnstocher drin war, sondern weil er sich eine Nadel in den Gaumen gehämmert hat. Ey, zum Glück hat der sehr gut gekaut und die nicht direkt runtergeschluckt. Natürlich wurden dann allen anderen Passagieren sofort die Brote aus der Hand gerissen, die Info ans Bodenpersonal weitergeleitet, woraufhin alle Sandwiches des Caterers überprüft werden mussten. Und ach du Scheiße! Die wurden auch noch auf anderen Flügen gefunden. Hat da jemand seine Knöpfe in der Küche wieder ans Hemd genäht? Wie kommen Nähnadeln in ein Sandwich in einem Flugzeug? Das muss doch Absicht gewesen sein, ey. Und jemand seinen letzten Arbeitstag gehabt. Digga, ich komm nicht mal mit einer Nadel in meinem Arsch in... Frag nicht, warum ich das weiß. Das wollte der Hersteller, FBI, die niederländische Polizei, die Fluggesellschaft und ich auch wissen. Die Untersuchung wurde ohne Ergebnis nach ein paar Monaten eingestellt. Naja, wisst ihr, ich fände es besser zu wissen, dass das jemand mit Absicht gemacht hat.
Spam. 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 Werbung. Es reicht. Werbung. Wäre Werbung. Es nicht schön, in einer Welt zu leben, in der deine Daten nicht bei jedem Scanner und seiner Mutter in der Adressrollkartei der Verdammnis auf dem Schreibtisch stehen würde? Hier hat man ein Versandhaus, ein Datenleck. Da klaut mal jemand deine und 6 Millionen weitere Kontakte aus einem E-Mail-Anbieter. Hier und da und überall werden deine Daten einfach abgelesen und verunglimpft. Ach, wie schön wäre es doch, wenn man da was gegen tun könnte. Ja, aber das kannst du doch. Mit Incogni. Einfach auf incogni.com/alternativ gehen und gegenfeuern. Jetzt wird zurückgespammt. Incogni nimmt dir nämlich die Arbeit ab, dich durch endlose Spam-Seiten und Datenkataloge zu kämpfen, nur um vielleicht auf deinen Namen zu stoßen und dann auch noch gegen die x-te Seite vorzugehen, bis sie deinen Kram endlich löscht. Wusstest du, dass das literarisch Jahre dauern würde? Incogni zeigt dir sogar an, wie viel Zeit du durch sie gespart hast. Das nenne ich Service. Ob dein Name, Adresse, Telefonnummer, IP-Informationen oder sogar Arbeitsverhältnisse und Kaufhistorien, Incogni kann für dich das ganze Internet nach deinen Daten durchforsten und sich darum kümmern, dass sie eben aus diesem verschwinden! Stell dir das vor, eine Welt ohne Spam. Ich hab die schon und du kannst sie auch haben. Einfach auf incogni.com/alternativ gehen und mit dem Code Malternativ nicht 40, nicht 50, sondern 60% beim Jahresabo sparen. Also worauf? Wahnsinn. Wartest du? Erklär dem Spam den Krieg und außerdem, was Privatsphäre bedeutet. Es geht dich nichts an, okay? Aber was lernen wir daraus? Immer gut kauen. Hätte Rebecca Shorten auch ganz gut getan. Die hat nämlich diese 3 Nägel in ihrer Fertigkäse-Macaroni gefunden. Weil anscheinend jemand in der Zubereitung noch ein paar Bilder an seinem Arbeitsplatz aufhängen wollte. Oder so. Und ja, 3. Warum sie auf dem Foto nur 2 in der Hand hält? Naja, der andere hat vorher noch eine extra Runde gedreht. If you know what I mean. Lecker. Die hat sich halt mit ihrem Verlobten eine Packung Fertig-Macaroni reingezogen und dabei auf eine Nudel gebissen, die noch sehr dente war. Aber hey, erstmal schlucken, dann die Schale durchgraben und dann 2 Nägel finden. Mit ihrer brillanten Kombinationsgabe hat sie dann geschlussfolgert, 1 + 1 = 3, ist ins Krankenhaus gefahren, wo der Verdacht bestätigt wurde. Du kannst jetzt ein Bild von deinem Magen in deinem Magen aufhängen. Und dann wurde sie bestimmt schnell notoperiert. Man hat den Nagel mit einem speziellen medizinischen Metalldetektor gesucht und rausgeholt und sie hat Tesco in Millionenhöhe verklagt. Oder? Ja, nee, die haben die nach Hause geschickt und gesagt, da kommt ja von alleine raus. Als ihr Bauch dann aber doch ein bisschen zu sehr wehgetan hat, ging es wieder zurück ins Krankenhaus. Wir hatten Morphin gegen die Schmerzen bekommen und es gab betreutes Kacken, bis der Nagel wieder draußen war. Und also, man, ist so ein Nagel nicht ein bisschen gefährlich im Magen? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Der könnte doch irgendwie auf seinem Weg nach draußen den Darm aufreißen oder sonst was. Hey, auch bei ihr gab es den Sinneswandel. Fertigessen wurde erstmal von der Karte gestrichen. Die nächsten Fälle finde ich dann aber doch ein bisschen sass. Bisher hatten wir ja nur kleine Stücke im Essen und keine ganzen Küchengeräte. Subway liefert hin und wieder angeblich aber gerne mal das ganze Komplettset ab. Hier bei einem New Yorker, der ein Messer bei seinem Sandwich dazu bekommen hat, oder hier in England, oder hier auch aus New York. Und angeblich kommt das so oft vor, dass das sogar in der Einarbeitung von Subway als Thema angesprochen wird. Aber wir alle kennen die Wahrheit. Die haben alle bestimmt nur extra scharf bestellt. Siehst du? Extra scharf. Versteht ihr? Jetzt mal ehrlich, warum würdest du ein ganzes Messer in einem Sandwich vergessen? Du schneidest das doch mit dem Messer und dann packst du das Messer mit dazu? Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das eine Lüge ist. Aber da verstehe ich ja immerhin den Zusammenhang. Messer bei Subway sind ja irgendwie logisch. Bei anderen Überschriften habe ich dann doch irgendwie ein paar mehr Fragen. Mutter findet Kondom in Happy Meal. Ich meine, was machen die Mitarbeiter von McDonald's? Wie happy kann denn Meal werden? Happy Meal mit Happy End? Wie kommt das in den Laden und dann auch noch ausgerechnet in den Happy Meal? Und das Schlimmste, das wurde nie aufgeklärt. Das war einfach alles. Das war da einfach dabei. Die Kondomverpackung lag zwischen den Fritten und sei schon geöffnet gewesen. Warum? Nee, warte mal, ich will es gar nicht wissen. Und dann gibt es ja noch diese Art von Schlagzeilen über Themen, für die McDonald's sich einfach nie entschuldigen sollen müsste. Gehen wir also lieber mal in die nächste Kategorie, Tiere. Wir alle lieben Tiere. Manche sogar so gern, dass wir sie essen. Hä? Warte mal, das macht ja gar keinen Sinn. Und ist jetzt hoffentlich niemand schockiert, wenn du einen Eimer Hühnchenteile bei KFC bestellst und tatsächlich auch Hühnchen bekommst. Und wenn du dir ein Brot kaufst, gehst du wahrscheinlich schon irgendwie davon aus, dass das mindestens vegetarisch ist. 2009 hat sich ein Mann in England online Brot bestellt, weil in den Laden gehen ist für Brot ja auch einfach zu viel verlangt. Und das, was der Mann da Brot nennt, ist maximal Toast. Aber während er so dabei war, Sandwiches für seine Kinder aus dem fertig geschnittenen Toast zuzubereiten, ist ihm dann irgendwann aufgefallen. Mensch! Die Ecken sind irgendwie ein bisschen dunkel. Da ist bestimmt der Teig nicht gut zusammengemischt worden. Ja, und dann hat er das zusammengepuzzelt und das Ergebnis war eine gebackene Maus in seinem Toast. Lecker. Toast. Die war quasi Mausebrot. Die war rattert.
Hat er die schlechten Witze jetzt im Abo oder was? Tot. Immerhin wurde der Hersteller zu einer Strafzahlung von knapp 17.000 Pfund verdonnert. Und was ich mich frage, haben die das alles direkt überwiesen oder in Ratenzahlung über mehrere Monate? Und deshalb mein... Definitiv ein Witz-Abo, der irgendwo abgeschlossen, und die muss er jetzt alle irgendwie einbringen. Lieben Kinder, isst man kein Toast. Eine ähnliche Situation gab es 2018 auch bei der amerikanischen Burgerkette Wendy's. Aber immerhin waren die nicht eingebacken oder Teil des Patties oder so, die haben sich einfach nur durch das Brot gekrümelt. Die waren also im absoluten Mäusehimmel. Also im positiven Sinn für die Mäuse, im negativen für die Kunden. Aber wir können da beruhigt sein, in einem Statement hat Wendy's ein paar Tage später bekannt gegeben, dass das Gesundheitsamt vor Ort keine Verstöße feststellen konnte. Hä? Entschuldigung, wir sind vom Gesundheitsamt. Alles super, vielen Dank. Aber auch bei Mäusemeldungen heißt es ja manchmal, sass. 2009 wollte ein Mann PepsiCo verklagen, weil er angeblich eine tote Maus in seiner Dose Mountain Dew gefunden haben will. Kein Foto, kein Video, kein Tier, nix. Trotzdem wollte er $75.000 Schadensersatz haben. America halt. PepsiCo hat die Klage aber einfach abgestritten, weil das laut eines Wissenschaftlers auf der eigenen Seite gar nicht möglich wäre. Nicht, weil die Maus da gar nicht reingepasst hätte oder weil das vom Gewicht aufgefallen wäre oder weil Pepsi alles Lebendige hasst und verbrennt. Nein, laut Pepsi-Wissenschaftler hätte sich die Maus schon längst in eine geleeartige Substanz auflösen müssen und wäre gar nicht mehr als Maus zu erkennen gewesen. Ja, das ist gute Werbung für Mountain Dew. Sehr gute Werbung für Mountain Dew. Ach so, na das ist beruhigend. Mountain Dew ist also so wie Magensäure mit Pfand. Ist das wirklich die beste Verteidigungsstrategie? Nach der Story brauche ich aber erstmal was Süßes. Das Bild hier hast du bestimmt schon mal gesehen. Madame Web Edition. Aber klar, ist natürlich auch mega der Schocker. Eine Spinne zerquetscht in einem Oreo. Und jetzt denk mal an all die Kekse, die du einfach so gegessen hast, ohne die Seiten auseinander zu machen. Aber keine Panik. Wahrscheinlich war das Bild am Ende einfach ein Fake für ein bisschen Berühmtheit im Internet und... Ey, warte mal, wir reden ja auch drüber. Und genau deswegen werde ich mit meinen YouTube-Partnerkräften deine Erinnerungen löschen. Hey! Das Schlimmste, was mit einem Oreo passieren könnte. Unbestritten ist die Existenz von Arachnoiden in verschiedenen Obstverpackungen. 2022 wurde in Kanada zum Beispiel eine Spinne in einer Traubenpackung gefunden. Oder 2023 erst wieder auch in Kanada. Und die Adleraugen unter euch haben sie auch schon erkannt. Das ist die brasilianische Wanderspinne, die mit ihrem Biss eine schmerzhafte Erektion bei Männern hervorrufen kann, die sogar bis zum Tod führen kann. Nee, das ist eine schwarze Witwe. Nicht die von Marvel. Also die eine schmerzhafte Erektion bei Männern und Frauen hervorrufen kann, die sogar bis zum Tod führen kann. Und auch wenn die durchaus giftig sind, schwarze Witwen sind für gesunde Erwachsene nicht zwingend tödlich. Trotzdem unschön, wenn du dir entspannt ein paar dunkle Trauben auf der Couch reinziehen willst und auf einmal eine zurückbeißt. Da wird dann übrigens nichts Großartiges unternommen. Einmal im Laden Bescheid geben, die Produktpalette wird überprüft und so unschön das auch ist, das kann halt einfach passieren. Dafür gibt es aber auch noch eine andere, viel schönere Seite. 2021 wollte sich ein Typ in Amerika abends noch schnell einen Salat reinstecken, aber hat seine Salatpackung aus dem Kühlschrank geholt und dachte sich, warte mal, das Salatblatt, das guckt mich ja an und hüpft. Salatblätter hüpfen eigentlich nicht. Und er hatte einfach einen kleinen lebenden Frosch in seiner Salatschale. Und dann hat er das gemacht, was jeder normale, sensible, hungrige und vielleicht französische Mensch... Froschschenkelsuppe. ...machen würde. Er hat den Frosch, Tony genannt, ihm ein Terrarium gekauft und dann hatte er einen neuen Mitbewohner. Und ich finde, das cool. Ist voll das tolle, süße Ende für dieses Video. Hühnerlunge in einem Chingwing ist noch gar nicht vorbei. Wir haben noch ein paar Kandidaten, die wir hier abservieren müssen. Aber sowas kann halt passieren, wie auch KFC darauf hingewiesen hat, wenn du mit Fleisch arbeitest. Wenigstens war es noch ein Teil vom Huhn. Viel schlimmer ist es ja, wenn da Teile von etwas oder jemand anderem drin gewesen wären. Speaking of, 2010 hat sich eine Frau aus Texas eine Milky Way geholt, das stückweise verspiesen und dann auf eine sehr harte Erdnuss gebissen. Und dann hat sie sich dran erinnert, warte mal, in Milky Way ist gar keine Erdnuss. Dafür anscheinend aber manchmal Zähne. Ist das eklig? Und nein, es war auch keiner ihrer Zähne, sondern einfach nur ein random Zahn mit Silberfüllung. Ey, beim aktuellen Silberpreis hat sich das sogar noch gelohnt. Wie passiert das? Haben die sich in der Produktion geprügelt, jemand hat einen Zahn verloren und den dann in den Milchmischer gehustet oder was? Aber immerhin gab es auch eine tolle Entschädigung. Ein Gutschein für kostenlose Schokoriegel. Mehr noch mehr Zähne. Chancen auf Silber zu stoßen. Der Goblin ist glücklich. Und Zähne verschwinden tatsächlich immer mal wieder ins Essen. 2015 hat jemand in Japan einen Zahn in seiner Pommes gefunden. Herr Ober, warum habe ich einen Zahn in meiner Pommes? Weil das ganze Gebiss zu teuer war.
Mann, Alter, du merkst doch, wenn ein Zahn in deine Fritteuse fällt, oder? Und ja, nö, der Store-Manager hat bestätigt, dass der Zahn frittiert wurde. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das das Schlimmste war, eine Frau aus Großbritannien hat 2012 angeblich einen Zehennagel in ihrer Tomatensauce von Aldi gefunden. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Eine Frau aus Großbritannien hat 2012 angeblich einen Zehennagel in ihre Tomatensauce gesteckt. Also hoffe ich. So, und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch ein paar Milky Ways abbauen. Schönes Gold. Silber. Ja. Und du kannst dich jetzt hier noch weiter durch Videos klicken. Für den Algorithmus. Bitte. Für den Algorithmus. Jawohl. Leute. Ich esse nie wieder was. Das war das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.